Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute kommt das versprochene Frisurenvideo. Bleibt dran! Im Moment habe ich noch so eine kleine Nicht-Frisur. Es geht jetzt nur um Frisuren, die ich so tragen würde. Und wir fangen jetzt mal ein bisschen an, meine Haare zu kämmen. Ich kämme meine Haare nicht so oft, wenn ich ehrlich bin, weil ich relativ dünnes Haar habe. Also jedes einzelne Haar ist relativ fein. Gott sei Dank habe ich viele Haare. Dann passt das. Ich trage unheimlich gern zum Beispiel zum Yoga oder so, da stören Zöpfe. Da stört es auch, wenn man die Haare offen hat, weil dann fliegen die einem im Gesicht rum. Und da flechte ich meine Haare einfach und wie man flechtet, wisst ihr, glaube ich. Da gehört nicht viel dazu. Ich habe auch schon erste Experimente mit einem Fischgrätentopf gemacht, aber dazu habe ich einfach zu kurze Haare noch. Ich finde, das wirkt erst, wenn man ein bisschen längere Haare hat. Ich finde Fischgrätentöpfe richtig, richtig, richtig schön. Und dann flechten wir jetzt mal hier runter. So. Bei mir muss sowas eigentlich immer relativ schnell gehen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der so unsagbar viel Frisuren trägt. Das wisst ihr, also diejenigen von euch, die mir hier folgen, die wissen, dass ich kaum Frisur trage. So, jetzt ist es natürlich nicht so ganz toll geworden hier. So. So. Aber jetzt. Und da fliegen mir natürlich immer noch so Haarsträhnen raus. Verwendet habe ich jetzt so einen schwarzen Haargummi von Rossmann. Die gibt es aber überall. Was ich mit dem Pony mache, wer natürlich feines Haar hat, der hat auch ein Pony feines Haar, das ist klar. Da helfe ich mir ganz viel mit so einer Rosshaarbürste. Das muss jeder für sich entscheiden. Rosshaar oder Schweinsborsten ist natürlich nicht vegan und ja, ich denke, da gibt es auch vegane Alternativen, aber die Bürste, die habe ich schon unheimlich lange und wer so ein bisschen das Gefühl hat, dass er jetzt ein bisschen fettigen Pony hat, weil das Gesicht ein bisschen fettiger ist. Der geht da auf jeden Fall mal mit Trockenshampoo rein. Ich habe Trockenshampoo jetzt schon verwendet. Ich werde es jetzt nicht nochmal drauf machen. Bei mir reicht es, wenn ich das so ein-, zweimal die Woche mache. Und was ich aber relativ viel verwende, ist jetzt Haarspray. Meiner ist jetzt von Dalea. Das ist dieser Color and Care Haarspray. Habe ich mir das letzte Mal auch nur gekauft, weil der andere nicht da war. Was man auch noch machen kann, ist leider aus dem Sortiment gegangen und da brauche ich euch so ein bisschen Sprühstärke. Funktioniert mit Wärme, das macht man drauf, verklebt die Haare gar nicht, bringt die Haare aber in die richtige Reihe, in die richtige Form. Wenn ihr Produkte wisst, die so sind wie diese Sprühstärke, schreibt mir die bitte unten mal in die Kommentare. Oh, Frisur Nummer 2 wäre ein seitlicher Zopf. Jetzt habe ich nicht ganz so lange Haare. Ich kann sie zwar ganz leicht jetzt auf die Seite legen, aber sie sind halt schon noch ein bisschen zu kurz. Und da bediene ich mich einfach einem einfachen Trick. Das war gerade auch kein schlechtes Deutsch. Einfach einem einfachen Trick. Oh, ich habe vergessen, mein Handy auszumachen. Ich fange an, die Haare einzudrehen. Jetzt habe ich nur goldene Haarnadeln da, die kommen noch aus meiner blonden Haarzeit.
Da bitte immer darauf achten, dass ihr Haarnadeln kauft, die man nicht in euren Haaren sieht. Die sieht man jetzt richtig deutlich. Also, seid da ein bisschen gnädig mit mir. Okay, Moment. Jetzt ist sie drin. Also die gibt es auch in Braun und in allen möglichen Haarfarben. Das ist richtig, richtig toll. Meistens mache ich es sogar so, dass ich gar keine Haarnadeln verwende. Und dann gehe ich her. Klemme das ein bisschen hinter das Ohr. Und mache mir hier einen seitlichen Zopf. So, noch ein bisschen runterzuppeln und so sieht es von hinten aus. So, Frisur Nummer 3. Ich habe ein bisschen meine Haare toupiert, dass ich ein bisschen Fülle reinkriege. Mit einer Toupierbürste von DM, die sind aber nicht vegan. Da habe ich beim Kauf nicht wirklich nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Toupieren immer so, nicht wie wild, zack, 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 sondern... So wurde mir das beigebracht. Ich bin jetzt auch nicht perfekt im Toupieren, aber ist für mich Mittel zum Zweck. Und jetzt fange ich an, hier vorne einen Zopf zu machen. So, nehme mir dann immer so ein paar Haare dazu, weil ich will nach hinten flechten. Ich würde ja gerne sagen, das ist alles Absicht mit diesem Messy Hair, aber ich gebe zu, ich kann es halt nicht anders. Ich bin da auch nicht so genau jetzt. So, und jetzt flechte ich das nach unten. Und dann kommt auch wieder mein schwarzer Haargummi in einen Satz. Und hier auch wieder die Rede, wenn ihr blonde Haare habt. Es gibt so durchsichtige Gummis. Ich hatte mal welche, aber die sind mir alle kaputt gegangen. Hätte ich jetzt gerne euch einen gezeigt, aber die sind halt einfach alt geworden, also so gelb und richtig hart. So, lass man das natürlich nicht so hier rumhängen, sondern mir geht es jetzt darum, diesen Zopf auf der anderen Seite zu verstecken. Und zwar mache ich das immer so, dass ich mir den hier unter das Ohr klemme. Und auch meine Haarnadeln sind leider für blonde. Ich muss mir mal Haarnadeln kaufen, aber ich mache einfach zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt sollte ich eigentlich... Nehmen wir eine andere, wenn die so dumm tut. Jetzt haben wir es. Jetzt gehe ich her und stecke mir das einfach fest. Nimm mir noch einen zweiten und klemme den schräg drüber, dass das auch wirklich hält. So. Hier sieht man nichts. Das
deswegen habe ich die Haare vorher so ein bisschen toupiert, dass man ein bisschen Fülle hat, was auch nicht schlecht aussieht, ist, wenn man ein paar Locken reinmacht. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und hier ist die Frisur. Und mit dieser Frisur melde ich mich jetzt dann auch immer wieder ab. Habt ihr drei Frisuren, die ihr unheimlich gerne tragt? Wenn ihr da irgendwelche Beschreibungen dazu habt, unten in die Kommentare. Ich melde mich jetzt mal wieder ab, rutsche auf die Seite und verlinke euch zwei Videos. Ich bin wieder nicht vorbereitet, keine Ahnung, welche Videos das sein werden. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss!